Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Heroes of the Storm. Keine neuen Helden, keine neuen Maps erstmal. Frohes Neues übrigens. Es gibt aber ein neues Heldenkauf und zwar Stiftung Waffentest. Katja Wolskaya experimentiert mit den Mächten des Nexus. Schnappt ihr ihre Waffenprototypen und bezwingt deine Gegner. Endet in einer Stunde, also ich habe noch gerade so genug Zeit. Jetzt war mein Headset kurz weg. Jetzt ist es wieder. Stiftung Waffentest bis zum 5. Januar 2018. Eliminierung. Bezwinge alle Gegner, um eine Runde zu gewinnen. Das erste Team, das zwei Runden für sich entscheidet, ist der Gesamtsieger. Experimentelle Waffen. Nach 30 Sekunden entsteht ein zufälliges Kartenziel in der Mitte des Schlachtfelds, sei auf alles gefasst. Nimm das Ziel ein, um einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Gegner zu erlangen. Einige Kartenziele sind bekannt von anderen Schlachtfeldern, andere sind brandneu. Waren da echt schon neu? Neue habe ich noch nicht gesehen. Gleiches Recht für alle. Die Spieler bei den Teams nach denselben hellen Federrunde wird zufällig ein anderer Held ausgewählt. Zusatzinfos, keine Wiederbelebung, jeder Held hat pro Runde nur ein Leben und die Runde geht verloren, wenn alle Helden des Teams verstorben sind. Also ich hatte bis jetzt schon ein paar interessante Helden. Gul'dan, Rega, den hatte ich noch, weiß ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich tatsächlich nicht wirklich dran. Schauen wir mal. Gerichtet. Willkommen auf dem Schlachtfeld Stiftung Waffentest. Bis aufs Blut. Eliminiert das gegnerische Team, um die Runde zu gewinnen. Experimentelle Waffen. Kurz nach Rundenbeginn erscheint ein Ziel in der Mitte des Schlachtfelds. Nutze seine Macht, um eure Gegner zu vernichten. Nutzt seine Macht. Medikits auf dem Schlachtfeld verteilt. Medikits, bla bla bla. Dieser Nexus ist ein seltsamer Ort. Ja. Dieser Nexus. Irgendwie habe ich immer das Gefühl. Ne, diesmal sind es mehr als drei Scans, okay. Nachdem welchen. Oh, Codierung überlastet. Sie dürfen ein Talent wählen. Mach das mit Balance. Ja, die meisten, die vergessen hier mal den Kram einzusammeln. Der Einsatz dieser Waffe macht sie unglaublich mächtig. Ihre Gegner werden sich dann sicher auf sie konzentrieren. Zeigen Sie mir, was diese Waffe zu leisten vermag, Herrschaften. Stopp mal Waffentest. Sie liegen in Führung. Ich hab dafür Nutzen richtig Sie verkackt. Das aus. Irgendwie laggt das hier ganz schön, wenn. Einstellen gucken. Wählen Sie ein Talent. Mit Mighty Charge. Für Lorderon. What the hell? Hail? Gott, geht immer auf den Sack. Zwei künstlich erzeugte Unsterbliche. Nur einer kann gewinnen. Unterstützen Sie Ihren Unwillen. Ah, so. Ah, der
Unsterbliche liefert also beides, Aufklärung und Feuerkraft. Das sollte ich besser notieren. Easy. Fangen wir an. Das waren nur 5 Minuten, also machen wir noch mal 5. Ich setze die Testfolge, weil meine Aufnahmeeinstellungen, glaube ich, einfach nur zu hoch sind. Ausgabe aufnehmen. Nee, dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Hä? Verstehe ich nicht. Ich weiß echt nicht, warum die zu hoch ist. Was ich wollte drauf machen. Machen wir gleich nochmal. Ich spiele den gleichen Song nochmal. Kann ich den? Nee. Den auch runtergeschraubt. Ich weiß es echt nicht. Wie unerwartet. Es scheint nur ein Feld zur Auswahl zu stehen. Ich weiß es nicht. Schon wieder überlastet. Ein Talent ist verfügbar. Lass mal eine Runde tanzen. Spürt den Hass von 10.000 Jahren! Wir haben versucht, den Fluch des Rabenfürsten zu kopieren. Sammeln Sie den Tribut ein, um dessen Macht zu entfesseln. Du meine, selbst eine Nachahmung des Rabenfluchs hat es in sich. Die ist ja sogar noch stärker. Jetzt oder nie. Gewinnen Sie diese Runde oder gehen Sie kläglich unter. Die haben überlastet. Ich weiß nicht wieso. Ein Talent ist verfügbar. Einer dieser nachgebauten Unsterblichen muss siegen, damit Sie seine Macht nutzen können. Sorgen Sie dafür, dass es Ihrer ist. Der 3 gegen 2 eigentlich, ne? Da ist nix.
Mach den doch. Das war richtig viel. Der gegnerische Unsterbliche hat gesiegt. Machen Sie sich auf seinen Angriff gefasst. So, dann der jagt ihn jetzt. Das hätten sie so leicht gewinnen können. Gut, ich war selber scheiße. Die gibt's halt so. Spammelau, was im Hintergrund? Geht nicht. Merkwürdig. Wir machen noch eine dritte Runde. Ich hab mal vorher gewusst. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, woran es liegt. Wir messen einen Anstieg an Lebensenergien. Das könnte Konsequenzen haben. Wieder überlastet. Wählen Sie ein Talent. Wir haben versucht, den Fluch des Rabenfürsten zu kopieren. Sammeln Sie den Tribut ein, um dessen Macht zu entfesseln. Der Tribut hat Ihre Gegner maßgeblich geschwächt. Nutzen Sie diesen Vorteil. Sie liegen in Führung. Nutzen Sie das aus. Ich habe keinen Hund. Hat sich gerade jemand rausgeschlichen. Sie dürfen ein Talent wählen. Ja, ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Ja.
Der Einsatz dieser Waffe macht sie unglaublich mächtig. Ihre Gegner werden sich dann sicher auf sie konzentrieren. Das war easy. Diese Waffe gehört Ihnen. Lassen Sie sie nicht in die Hände der Gegner fallen. Beim Laden lag's wieder. Aber Ingame lag's nicht. Das ist echt merkwürdig. So. Das haben wir. Erledigt für heute. 15 Minuten sind voll. Das ist ja gut. Ja, wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit. Wer ist denn als nächstes dran? Hanzo. Wenn er dann kostenlos spielbar ist. Das war's dann aber erstmal wieder für heute mit Heroes of the Storm. Vielen Dank fürs Reinschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.